Hallo, moin, moin, hier bin ich wieder, euer Küchenzauberer. Heute die versprochenen Tortellini al Forno, also schöne Backofen-Tortellinis. Und ja, die habe ich letzte Woche schon mal für uns gemacht, oder war es vorletzte Woche. Und die musste ich unbedingt jetzt auch nochmal verfilmen für euch, weil die waren recht mega lecker. Und so spät habe ich noch nie gedreht, es ist jetzt gleich 19 Uhr, aber mein Männer kommt später von der Arbeit und da möchte ich das frisch haben. So, also, wir brauchen dazu 3 Scheiben Kochschinken, habe ich schon zerpflückt, 250 Gramm tiefgekühlte Erbsen, einen Esslöffel von unserer Gemüsepaste, die verlinke ich euch hier oben hin, dann habe ich hier so 60 bis 80 Gramm Parmesankäse, auch in Stücke geschnitten, 2 Kugeln Mozzarella, ebenfalls in Scheibchen geschnitten, einen gehäuften Esslöffel Mehl, und 2 Packungen von Tortellinis, a 250 Gramm, also insgesamt 500 Gramm für 4 Personen. Und nehmt nicht die aus dem Kühlregal, sondern die, die bei den Nudeln stehen. Dann brauchen wir einen Esslöffel Tomatenmark, einen Esslöffel getrocknete Petersilie, Muskat, Salz, Pfeffer, 2 bis 3 Knoblauchzehen, je nach Bedarf, könnt ihr auch ganz weglassen. Eine kleine Zwiebel oder eine Schalotte, einen Becher Schmand, einen Becher Sahne, dann brauchen wir 20 Gramm Olivenöl etwa, 250 Milliliter Milch und 200 Milliliter heißes Wasser. Ja, und als allererste Aktion heizen wir den Backofen jetzt einmal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Also einschalten. Und dann geben wir den Parmesankäse in den Behälter hinein und zerschreddern uns den mal. So, mit der Turbo-Taste. Das waren jetzt 7 Sekunden. So, schön klein geschreddert. Und füllen den wieder in die Schüssel zurück. So, und jetzt kommt der Kochschinken in den Behälter hinein. So, verteilt das so ein bisschen. Und jetzt für ungefähr 4 bis 5 Sekunden auf der Stufe 5 das Ganze zerkleinern. Eine hat es an die Wand gebröselt. Na komm her, kleine Stückchen nachher in der Soße ist ja auch nicht schlimm. So, dann haben wir eben ein paar größere Stückchen auch nochmal mit drin. So, auch wieder umfüllen. Wo ist meine? Ach, hier. So. Und im nächsten Schritt, spül den jetzt erstmal kurz aus. So, im nächsten Schritt kommt die Schalotte rein, beziehungsweise die kleine Zwiebel und der Knoblauch. Und das zerkleinern wir uns auf der Stufe 6 für ungefähr, ja, auch so 5-6 Sekunden. Das war auch schon ausreichend. Jetzt mit dem Spatel alles nach unten schieben. Ich zeige es euch auch mal. So sieht es jetzt aus. Jetzt geben wir 20 Gramm Olivenöl dazu. Dazu auf die Waage. Das ist so ein guter Esslöffel. Und das Ganze wird jetzt 3 Minuten auf 120 Grad Stufe 1 Linkslauf angebraten. Oder ich gehe gleich in die Anbratstufe, das ist es 130 Grad für 3 Minuten. Ja, und dann sehen wir uns in 3 Minuten wieder. So, die 3 Minuten sind um.
Und ich liebe an diesem Essen, dass es so ratzfatz funktioniert, ja. Und jetzt gebe ich hier 200 Milliliter Wasser hinzu. Ja, 190, aber das reicht auch. 250 Milliliter Milch. So, einen Becher Schmand. 200 Milliliter Sahne. Unsere Gemüsepaste, einen Esslöffel. Dann einen Esslöffel Mehl. Petersilie, ein Esslöffel Tomatenmark, eine Prise Muskat, einen Teelöffel Salz, etwas Pfeffer, so. Das Ganze wird jetzt auf der Stufe 3 für ungefähr 10 Sekunden miteinander verrührt. So, das sieht schon mal gut aus. Und jetzt kommen die Tortellinis mit dazu. Die haben eine Kochzeit von ungefähr 6 bis 8 Minuten, steht da drauf. Dadurch, dass aber jetzt die Soße noch gar nicht kocht, verlängere ich jetzt die Kochzeit hier. Erstmal so, ich mache mal auf 10 Minuten. Und zwar das Ganze auf 100 Grad. 10 Minuten. Stufe 1, Linkslauf. Und in 10 Minuten sehen wir uns dann wieder. So, die Soße mit den Tortellinis, die braucht noch ungefähr eine Minute, 10 Sekunden. Und da möchte ich das nochmal nutzen, euch die Ultra, weil die brauchen wir jetzt, die 3,3 Liter Ultra, die als Auflaufform, möchte ich euch die nochmal kurz ein bisschen erklären. Also die ist bis 250 Grad Hitze beständig, kann also auch eingefroren werden oder auch im Backofen, ebenso in der Mikrowelle, wenn ihr so eine große Mikrowelle haben solltet. Passt die auch rein und da kann man auch wunderbar drin garen. Ja, also ich benutze die für die Rouladen, fürs Gulasch und für eben Aufläufe. Es ist ideal geeignet und auch, man kann auch hier oben mal ein Gratin drin machen, während unten drin die Rouladen schmoren. Kann man ein schönes Kartoffelgratin noch mal dazu machen und das hier oben drin alles zur gleichen Zeit im Backofen drin machen. Oder wir haben auch schon Pizza hier oben drin im Deckel gemacht. Ja, als Pizzablech haben wir das dann hier genommen. Und ja, also ich kann die nur wärmstens empfehlen. Und die findet ihr bei mir auch im Onlineshop. Die 3,3 Liter Ultra Pro. So, und es sind noch 4 Sekunden. Das war doch mal wieder perfekt getimed. So. Wunderbar, guckt euch das mal an. Kann man das überhaupt erkennen? Ich baue jetzt mal die Kamera um. So, die Tortellinis, die kommen jetzt hier in die Auflaufform hinein. Die sind schon fast gut. Guckt mal, da hat sich einer drin verhakt. Den holen wir aber doch wieder raus. Und auch hier ist der permanente Einhandgriff einfach nur ein Gedicht. Und die sind überhaupt nicht kaputt gegangen. So, sehr schön. Und jetzt verteilen wir hier ganz einfach noch ein bisschen den Kochschinken. Ihr könnt auch gerne Speck verwenden, so Würfelspeck. Kann ich mir gut vorstellen, dass der hier auch passt. Und die TK-Erbsen im Originalrezept. Ich habe das so ein bisschen abgewandelt jetzt von der Food with Love App.
Die verwenden Brokkoli, aber Micha mag kein Brokkoli und deshalb verwende ich hier jetzt Erbsen. Das haben wir letzte Woche auch so gehabt. Das war mega lecker. So, weil die sind so ein bisschen süßlich und das lieben wir beide sehr. Ja, dann einfach noch mal den Parmesan da oben drüber streuen. Und den Mozzarella-Käse. Deckel drauf und dann für 20 Minuten im geschlossenen Deckel und 10 Minuten mit, also ohne Deckel, geöffnetem Zustand in den Backofen geben. Die 30 Minuten sind um, 20 Minuten abgedeckt und 10 Minuten offen. Und guckt euch das Ergebnis mal an. Sieht das nicht so lecker aus? Und Micha ist jetzt auch von der Arbeit zurück. Perfektes Timing. Und jetzt gibt es Tortellini al Forno. So schön saftig. So, meine Lieben, das sieht richtig lecker aus. Und es ging ratzfatz. Das liebe ich an diesem Gericht so. Man muss halt eine halbe Stunde warten, während im Backofen das ist. Aber da kann man die Füße hochlegen, kann ein schönes Buch lesen oder was weiß ich, irgendwas machen oder im Haushalt noch irgendwas, was einem fehlt. Und ja, und die 10 Minuten, wo die Soße und die Nudeln da drin kochen, kann man auch sich andersweitig beschäftigen. Und ihr müsst das ja nicht so anordnen in Schälchen und so weiter, wie ich das gemacht habe hier extra für die Kamera. Und damit ich das alles so schnell zu... Dann habt ihr auch nicht so viel Geschirr. Ihr habt dann einfach nur den Pott, eure Teller und die Ultra. Ja, Ultra nicht vergessen. Die könnt ihr bei mir im Shop bestellen. Ich sage viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann einen Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Küchenzauberer.